So, servus Leute, heute sage ich mal ein paar von den Sachen, was ich so an Silvester zünden darf. Alles werde ich nicht sagen, aber da halt einmal das ganze kleinere Zeug. Ja, dann einmal das ganze Zeug von Deutschland gestern. Heute werde ich nochmal mit Outbaubüro und Mr. Kanonschlag rausfahren. Ja, das ist halt Standardzeug, so, was jeder kennt. Aber echt, hey, ich liebe die Raketen da. Phantoms and Ghosts sind so geile Effekte. Vor allem für Supermarktraketen. Und nach Jahren habe ich mir einmal die Black Ice gekauft. Einfach weil sie noch erhältlich war um die Uhrzeit, habe ich mir gedacht. Probier es ja einmal, jeder sagt immer, das ist so geil. Will ich mir mal selber davon überzeugen. Das werden wir wahrscheinlich noch vor Silvester testen, ist eher so ruhigeres Zeug. Dann, da jede Menge, eigentlich vor allem, da ein bisschen B1, habe ich auch noch nicht testet, damals bei Actifire gekauft. Sind ja echt super verarbeitet anscheinend. Günstig, mal glaube ich noch gar nicht angeschaut. Oder ist schon ewig her, dass ich sie angeschaut habe, beziehungsweise, ja. Ja, sind echt sauber, aber der Vorbrenner ist bei denen anscheinend ziemlich gefährlich. Der schießt ja anscheinend ziemlich wild um. Also, der am besten hinlegen, nicht schmeißen. Stift euch vielleicht noch. Was haben wir da noch alles? 10er Trueno, noch jede Menge Flashbangs. Was ist das? 10er Colorbang, AP1. Sind auch ziemlich gut. Die sind sowieso legendär. Besten Bärenschallerzeuger. Da ist nochmal der Zettel mit der deutschen Beschriftung, glaube ich, innen drin irgendwo. Ja, darf man jedenfalls auch haben bei uns. Oder hat man kaufen dürfen. Inzwischen gibt es ja nicht mehr. Super Shock 50 habe ich von Bürocraft gekauft. Da noch 10er Dreh, nur einzelner. Die Van der Kong Whistling, was oft durchzünden. Autos. Das, ah, wie hat die nochmal geheißen? Das ist die Argento Blossom. Genau. Die Kirschblütenbatterie sozusagen. Da die Zomboom vom Büropunkt Tirol ist ja anscheinend das gleiche wie die eine vom Büromax, aber noch zacher. Also beide Salut-Batterien, es ist einfach gleich umgelabelt, aber anscheinend besser gefüllt. Keine Ahnung. Da noch die alten Kubis, was noch nicht in der neuen Packung waren. Die sind noch Plastik. War das eh der erste Karton und Haufen Kleinzeug mal wieder, wie jedes Jahr. Da noch eine ganze Restelkisten an F2 Single Shots. Muss ich auch mal verbraten, die fliegen sonst schnell um. Da ein bisschen Old Stuff, Keller Full Power, Crown King von Weco, Twilight von Weco. Aus der New Generation Line. Dann haben wir da ein paar Raketen. Die ist von Bürocraft, so Familiensortiment, belgisches. Jogue Diabolo, habe ich auch noch nie getestet. Die sind auch von Bürocraft, die Thunder Rockets. Und dann haben wir einzelne Raketen. Dumbum F2 sind auch noch dabei. Double Flash. Ja. Noch ein Haufen Kleinzeug, alles F2. Die hat es auch beim Bürocraft gegeben. Die sind ziemlich tief geflogen tatsächlich. Naja. Aber das war mal eine kleine Übersicht gewesen von dem Zeug. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.